So, willkommen, würde ich dann mal laut in die Gegend krakeelen zu einer weiteren Woche Minecraft Let's Play. Und vorab natürlich wieder ein paar Informationen, wie das bei mir schon fast üblich ist. Ich bin übrigens der Toni, guten Tag. Und zwar haben wir wieder mal nur Half Size in der Aufnahme, bedeutet nicht HD-Niveau und bedeutet weiterhin für... Wo sind sie denn? Da... Für euch alle, dass dieses Video nur in 720 Pixeln erscheint. Die zweite Sache ist, diese Woche ist nicht so regelmäßig, wie sie sein sollte. Bedeutet, wir haben jetzt bereits, ich bin mir bewusst, dass die Folgen alle zu spät sind, wir haben nämlich jetzt bereits Freitag, an dem ich gerade aufnehme, eine Woche zu, also ein bisschen zu spät also, aber ich entschuldige mich nicht dafür, da ich dafür die nächste Woche lang wieder Amnesia für euch liefern kann. Dann laufen Minecraft und Amnesia halt direkt parallel. Und da musste ich leider einiges vorbereiten. Dafür schon mal ein großes Entschuldigung von mir. So, wie sieht's denn in unserem Inventar aus? Einige Eimer, ein Brick, Iron Ore, Gold Ore, ja, na wundervoll. Die können wir direkt mal in den Ofen schmeißen und dann machen wir uns was Leckeres zu fressen. So, ab in die Ofenhütte. Ich habe übrigens, wartet mal, ich versuche mal jetzt hier was. Ich habe noch kein Optifine drinne für diejenigen, die das wissen wollen. Aber mir ist aufgefallen, dass es in den Höhlen manchmal ein bisschen hässlich ist. Von daher werden wir jetzt mal versuchen, mit diesen Einstellungen hier besser zu spielen. So. Aha. Sieht mal her. Cleanstone, Eisen, Gold. Was ist das? Ach komm, das kann man auch mitnehmen, Eisen. So, die Musik ist mir noch ein bisschen zu laut. Ah, jetzt kann man auch sein eigenes Wort wieder verstehen, ist das nicht herrlich? Also, was ich für diese Woche geplant habe, um ehrlich zu sein, bin ich mir da noch recht unsicher. Ich tendiere zwischen A, B, C und D und zwar haben wir ja die verschiedensten Baustellen in den letzten Wochen gesehen, die Kollegen hier angefangen haben. Zum Beispiel der René hat ja mit seinem Enchantment-Raum unten begonnen und dann habe ich die Scheune angesetzt und der Philipp hat ja unten an der U-Bahn ein bisschen was gemacht. Ich würde das natürlich alles sehr gerne kombinieren, muss mich allerdings, glaube ich, letztendlich dann doch für irgendwas entscheiden. Wir räumen jetzt erstmal unser Inventar so ein bisschen leer. Natürlich außer das verrottete Fleisch, kann man ja immer gebrauchen. Hallo. So, da haben wir die Nachbarn auch mal direkt wieder aufgescheucht. Ich hoffe, die kommen meinem Grundstück nie wieder zu nahe. So, hier sortieren wir auch mal ein bisschen ein. Wieso ist hier Raw Pork Shop drin? Das sind Missstände, die man sofort beheben sollte. Ach, Kohle haben wir auch keine. Ist mal wieder typisch. Kommst du dann eine Woche nach Hause, keine Kohle mehr im Haus und nichts zu essen. Und dann fällt dir erst wieder ein, wo du deine Kohle überhaupt aufbewahrst. Guckst in den Notfalltresor und... Na, immerhin noch ein bisschen. Wir könnten natürlich auch mal wieder eine Runde ins Nether gehen, ein bisschen pumpen. Von den Erfahrungspunkten her, auch wenn ich nicht unbedingt der Mann bin, der das sehr gerne und besonders sehr gut macht. Aber immerhin ist der Unterhaltungsfaktor dann hoch, ne? So, wo sind die... Ach ja, die sind ja alle in Bücher verwandelt worden. Pilze haben wir... Pilze sind, glaube ich, drin inzwischen. Die habe ich selbst da reingetan. Jetzt laufe ich hier dumm rum. Pilze! So, Zaun, Bogen, Bull. Gut, gucken wir uns doch erstmal, wieso ist es eigentlich schon wieder Nacht? Ich habe das Gefühl, es gibt gar keine Tage mehr in Minecraft. Ach, du Schande! Jetzt habe ich das Rotten Flash echt drinne gelassen. Ist ja schlimm. Schlimmer als ein Nekromorph. Du bist eingesperrt. Oh. Mann, ist das ein Idiot. Ah!
So, wir haben stolze... Ach, da. Stolze drei Pfeile und einen Creeper hinter uns und einen Enderman vor uns. Und da sind noch ein paar Skelette. Alter, was ist denn hier los? Ey, mein Minecraft ist doch Testo, kann das sein? Jetzt muss mir jetzt erstmal ganz fett die Eier zeigen, was hier abgeht. Er hat einen Pilz geklaut. So, nächster Tod. Komm, wir machen mal so eine Killliste. Eins. Das war's auch schon. Ach du Kacke. Ach du grüne Neune. Hübsch. So, die verfolgen mich zum Glück nicht so eindringlich, wie sie könnten. Ich brauche erstmal was zu essen. Das habe ich zu Hause liegen lassen. Nehmen wir mal die 19 mit, damit der nächste hier noch einen Vorteil hat. Ich denke ja an meine Mitmenschen. Wir haben viel zu wenig Pfeile. Haben wir überhaupt noch irgendwas zum Pfeile machen? Am besten wäre ja... Wartet mal. Ah ja, okay. Ach, da sind noch... Ah ja, okay. Da denke ich mal nicht an meine Mitmenschen, sondern... Schieß hier alles tot. Da ist ein Kürbis, hinten ist ja das neue Melonenfeld, das sagt mir auch sehr zu. Den schießen wir jetzt erstmal ab. Morgenstund hat Gold im Mund. Und wir nehmen dann halt einen Creeper auseinander. Da ist ja noch einer. Peng! Dom! Ich war eine Zeit zu früh, das macht aber gar nichts. So. Dann haben wir im Sumpf erstmal nochmal eine Runde aufgeräumt, nochmal bewiesen, dass wir einfach die dicksten Klöten hier haben. Können wir ins Melonenfeld schielen, was da so läuft, wie es da aussieht. Wunderprächtig würde ich das jetzt noch nicht beschreiben. Huch. Aber es wird schon. Also gut. Haben wir eine Axt dabei? Selbstverständlich haben wir keine Axt dabei. Dann werden wir uns jetzt eine Axt bauen und dann werden wir mit den Vorbereitungen für die Scheune beginnen. Die will ich dann nämlich doch heute abfrühstücken. Nebenbei werde ich immer mal wieder hier so ein bisschen Zuckerrohr ernten, falls es denn wächst mit Erfolg. Und am Ende des Tages haben wir dann vielleicht sogar noch ein bisschen vom Enchantment-Raum hinbekommen. Ich glaube aber, aus den Höhlen werde ich mich diesmal raushalten. Es sei denn, wir gehen nochmal ins Nether. Das hat dann zwar nicht so viel mit Höhle zu tun, ist allerdings trotzdem eine interessante Sache. Enderperle. Haben wir drei Kompasse? Wieso haben wir denn drei Kompasse? Drei Komparsen. Was soll das? Ich wollte mir eine Axt machen und ich laufe hier schon wieder rum. 14 Pfeile, 14 Stickies, das sollte reichen für eine Axt. Fehlt mir nur noch ein wenig Eisen, nehmen wir mal hier von die Hälfte mit. Den Philips Binom bauen, ja, ja. Da muss ich mich für bewegen, weit. So. Danke. Wir brauchen dringend eine Druckplatte. Ich habe keine Lust mehr, Türen zu öffnen. Das ist nämlich sehr anstrengend. Zack, 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 zack. Weiche Baum, weiche, weiche, weiche schneller. Wir haben auch nichts zum Hochbauen. Doch, wir haben hier ein bisschen Erde. Das ist natürlich gut. Sodele. Da liegen noch Pfeile von dem verbrannten Skelett. Ich werde mal ganz kurz was in der Playlist nachgucken. Lass mich... Wartet mal. Doch, ist noch was drin davon. Siedler des Erbe der Könige. Letztlich, ja klar, da ist noch was drin, aber es... Heute ist, ich habe lange kein Siedler mehr gehört, so. Deswegen habe ich jetzt Lust auf dieses Spiel. Die Entwicklung der Siedlerreihe ist ja sowieso eine recht tragische Sache.
Nach Zelda das Erbe der Könige, wo sie das so erfolgreich ins 3D-Zeitalter geschafft haben, habe ich gedacht, jetzt geht's auch in dem Stil weiter. Nein, natürlich ist Innovation ein guter Ansatz, haben sich die Entwickler damals wahrscheinlich auch gedacht. Wir wollen was anders machen. Bedauerlicherweise war es allerdings nicht das, was anders hätte werden sollen. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen abgrasen, ansonsten können wir uns die Scheune nämlich in den Hintern schieben. Und das wäre etwas unbequem. Dann muss man noch mal sehen, wie wir die überhaupt designen wollen. Sobald... So. Gehen wir erstmal hier rein und... bestaunen noch mal unser Werk. Ist natürlich schade, jetzt ohne Mises ist das hier überhaupt kein Kackwasser mehr, sondern einfach nur noch Wasser. Etwas deprimierend. Diese Blätter müssen weg, deswegen laufe ich hier rum. So, wie kann man das denn am klügsten anschließen? Es wäre dann ja letztendlich so, dass man hier so eine Mauer drum bauen könnte, die dann da oben drinnen anschließt. Mit einem großen Scheunentor wäre natürlich am schönsten. Aber. Ich hole mir jetzt eine Schere, das geht mir so auf die Nerven. Dann ist die Frage, woraus baut man diese Scheune? Baut man die aus Holz, baut man die aus Stein? Ich weiß jetzt nicht, was schöner wäre. Ultimate Fist. Ja, komm, wir nehmen mal vorsichtshalber so probeweise Stein mit. Nicht viel, nicht wenig. Ach, ich wollte die Schere holen. Nicht Eisen, um eine Schere zu bauen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob einer der Kollegen so klug war, eine Schere zu verbessern. Nein, klugerweise nicht. Die nehme ich direkt mal mit. Die lasse ich hier. Kann man mal tauschen. Gib mir die kaputte. Eine kaputtere. Mhm. Diamanten. Ich muss mich hier mal ganz kurz orientieren. So, der Eimer kommt raus. Nee. Oh. Ja, kann man machen. Monkey Island geht mir inzwischen sehr auf die Nerven in der Playlist. Ich weiß auch nicht warum. Es läuft einfach zu oft. Unsere Playlist ist zu Monkey Island lastig. Hör, du Scheißkerl, hast du was gegen Monkey Island gesagt? Es ist viel älter als du und hat eine viel bessere... was auch immer. Nein, ich habe nichts gegen Monkey Island. Ich finde das Spiel sogar sehr, sehr gut. Aber irgendwie habe ich die Musik halt tot gehört. Kennt ihr das nicht, wenn man etwas tot hört? Einfach, wenn man es die ganze Zeit, wird man davon Bescheid. Genau wie wenn im Radio die ganze Zeit dasselbe Lied den ganzen Tag läuft. Irgendwann schießt du dein Radio einfach kaputt. In zwei Hälften, weil du es nicht mehr aushältst. Kommt schon, ihr Scheißblätter. Im realen Leben, da wünscht man das ja im Baum bleibt, damit es schön grün ist. Aber hier wollt ihr einfach nicht verschwinden, wenn man das mal will. Stirb, Blatt. Stirb, du auch, du auch, du auch, du auch. Wie, ich komme dich nicht ran. Schande über euch. Na also, und dich kriege ich auch nicht mehr hin. Aber das macht nichts. Ich habe die kaputte Schaufel mitgenommen. Gut. Dann haben wir jede Menge Blätter, ein paar Saplings, etwas Holz haben wir auch noch dazu bekommen. Geht weg. An die komme ich nicht dran, an das komme ich noch dran. Und ich traue mich jetzt nicht, das Hühnergehege aufzumachen. Das hat meistens ungute Folgen. Willst du mich flachsen? Das wird da bis zum Ende der Aufnahme hängen.